Herzlich willkommen, lieber Stier, zu deiner Tarotkartenlegung für die 19. Kalenderwoche. Die Woche, die jetzt am 8. Mai beginnt und bis zum 14. Mai geht. Am 14. Mai ist auch Muttertag und wir haben über die Woche hinweg abnehmenden Mond. Dadurch werden die Energien einfach ein bisschen entspannter und gelassener. Und ich werde jetzt erstmal in dieser Legung ein bisschen über noch ein bisschen Einblicke in die Entstehung dieser Legung geben. Du kannst aber auch gerne vorspulen. Unten habe ich einen Timestamp hinterlegt, wodurch du direkt zur Legung kommst. Ja, lieber Stier, also zunächst einmal haben wir hier diese Karten und die sind immer gemischt. Und ich weiß immer selber nicht, welches Sternzeichen als nächstes kommt. Also die Reihenfolge basiert immer schon auf einen Zufall und das auch von Anfang an. Das finde ich, also ich finde dann selber irgendwie das immer ein bisschen aufregend, welche Sternzeichen als nächstes kommt und ich mag den Zufall einfach, ne? Also ich überlasse das halt irgendwie gerne den Zufall. Okay, falls du noch mehr Informationen oder detailliertere zu meinen Legungen möchtest, kannst du dir auch das Infovideo angucken. Unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link dazu bereitgestellt. Okay, und jetzt kommen wir dazu, die Karten zu mischen. So. So. Und die Hauptlegung. Da finde ich das dann halt auch immer sehr spannend, welche Karte, ob es Karten gibt, die sich gleich aufdecken, ne? die man sofort sieht und welche dann eher unaufgedeckt bleiben. Das versuche ich mir auch ein wenig dann zu merken, während ich die Legung vorbereite und dann bei der Interpretation darauf einzugehen, ja, weil einfach so eine Karte dann halt auch ja, eine Energie darstellen, die sich eher in den Vordergrund bewegen möchte, die auch eher extrovertiert dann ist, finde ich dann halt irgendwie auch spannend mit zu berücksichtigen. Okay. Ja, manchmal fällt mehr als eine Karte raus. Ja, dann muss man halt eine von diesen Karten auswählen. 7, 8. Neun. Zehn. Okay, und jetzt können wir die auch schon auslegen. Und wir brauchen aber noch eine letzte Karte, und zwar vom Mondorakel.
Okay, lieber Stier, hier sind wir. Ich bin schon sehr gespannt, lieber Stier, auf deine Legung. Und wir beginnen jetzt. Ne? Wir fangen jetzt gleich mal an. Und hier haben wir den Hohepriester, was auch deine Energie ist. Ne? Der Hohepriester steht für das Sternzeichen Stier. Und du wirst also voll in deiner Natur sein, ne? Ganz bei dir selbst angekommen. Der Hierophant, der Hohepriester, ist ein Mensch und du halt dann in dieser Woche im besonderen Maße, der sich mit sehr tiefen Einsichten beschäftigt, mit Überzeugungen, mit Glaubensüberzeugungen, mit Wertvorstellungen, Werte und Glaube. Ja, diesbezüglich könntest du dich selber ein bisschen hinterfragen in dieser Woche oder die Umstände, also deine Umgebung. Vielleicht suchst du dir auch philosophischen Rat, vielleicht wird auch jemand philosophischen Rat bei dir aufsuchen und es könnten sich dann sehr interessante, tiefgründige Gespräche ergeben. Es ist auch eine gute Zeit für Fortbildung, Weiterbildung jeglicher Art. Vielleicht planst du diesbezüglich etwas oder entwickelst besonderes Interesse für ein Themengebiet, was dir deine Antworten beantwortet tatsächlich. Ne? Du hast auf jeden Fall in dieser Woche offene Fragen und suchst einen Weg, diese zu beantworten. Und das geht meistens dann natürlich über Bildung oder über Kommunikation und natürlich auch gründliches, besonderes Nachdenken. Es könnte auch sehr gut sein, dass du ja den Sinn und Zweck einer Angelegenheit in deinem Leben hinterfragst und dass du auch hier einen ganz eigenen Wertekompass in dieser Woche entwickeln wirst, welcher dir erlaubt, deinen Weg des Herzens zu gehen, deinen persönlichen Weg zu folgen. Der Hierophant, der Hohepriester, kann auch sehr entschlossen sein, wenn er einmal sich für gewisse Werte verpflichtet hat. Wir schauen mal weiter. Hier zeigt sich eine Königin der Stäbe und die Königin der Stäbe könnte auf dich verweisen, lieber Stier, oder eine Person in deinem Umfeld. Die Königin der Stäbe ist eine Feuerperson, Schütze, Widder, Löwe, kann aber auch ein anderes Sternzeichen haben, diese Person, ne? Oder eben du als diese Person kannst hier dargestellt sein. Die Königin der Stäbe bringt eine gewisse Reife mit, sehr viel Erfahrung. Es ist eine tatkräftige Person, die hilfsbereit ist, die immer da ist, die sich auch sehr stark verpflichtet fühlt, aber auch in die Handlung geht. Und auf diese Art und Weise sehr präsent auftreten kann. Eine Person, die auch Kontrolle auf diese Art und Weise ausführt. Eine sehr leidenschaftliche Person, die mit vollem Herzen dabei ist. Und hier nochmal der Hohepriester. Das ist hier die gleiche Karte, ne? Also diese Hohepriester-Energie, von der ich am Anfang erzählt habe, ist wirklich sehr, sehr wichtig in dieser Woche für dich. Lieber Stier, du bist hier voll bei dir. Wirklich beide Karten können sich hier sehr gut auf dich beziehen, aber natürlich zeigt sich hier auch eine Paarsituation. Das könnte auch sehr gut sein. Wir schauen uns mal die Königin der Stäbe genauer an. Es könnte natürlich auch bedeuten, dass du bezüglich deiner Werte, also das, was du für gut und richtig hältst, wirklich in die Aktion trittst und für diese einstehst. Also hier zeigt sich vielleicht ein besonderes politisches Engagement bei dir in dieser Woche oder in einer ähnlichen Angelegenheit. Denn die Königin der Stäbe ist auch eine Person, die aus sich herausgeht, die sich zeigt als Person, die für ihre Interessen einsteht und das eben gepaart mit Werten, mit philosophischem Interesse und mit Glaubensüberzeugungen. Die Königin der Stäbe, also wenn das eine andere Person in deinem Leben ist, sehe ich hier ein gutes Teamwork mit dieser Person, dass ihr euch sehr gut verbinden könnt, connecten könnt, dass du vielleicht mit dieser Person Unterschiede hast.
Aber dass diese Person das auch findet, dass ihr ein gutes Team seid, ein gutes Paar, dass zwischen euch eine ganz besondere Dynamik besteht, die wirklich einzigartig ist, ne? Wirklich etwas ganz Besonderes für diese Person hat. Das weiß diese Person sehr wertzuschätzen. Aber gerade seid ihr in einer Phase, in der ihr irgendwie eine Art Bilanz ziehen müsst in eurer Verbindung oder du als diese Person. Da gibt es doch eine große Ernsthaftigkeit, die man durchdenken muss. Wichtige Themen, eine Phase der Reflexion, in der ihr eure Verbindung oder dein bisheriges Tun in dieser Angelegenheit nochmal genauer hinterfragst, genau analysierst, neue Wege gehst, neue Wege entscheidest vielmehr, ne? Also neue Stellschrauben, neue Weichen stellst. Es ist eine Phase der Reflexion. Und in dieser Zeit könnte es sein, dass die Tatkraft tatsächlich so ein bisschen blockiert ist. Denn es ist einfach noch gar nicht so die Phase mit einer gewissen Angelegenheit so richtig in die Vollen gehen zu können, weil es hier wirklich diese Reflexion bedarf. Und hier ist wirklich so deine Stärke, deine Gründlichkeit, deine besonnene und gelassene Vorgehensweise gefragt. Ich sehe eigentlich immer mehr in der Königin der Stäbe eine andere Person, mit der du im Team arbeitest. Und nicht nur in dieser Woche, sondern auch länger. Und in der letzten Zeit habt ihr vielleicht viel Tatkräftiges gemacht, aber jetzt ist gerade eine Zeit, um das Projekt oder eure Beziehung auch nochmal so ein bisschen zu überprüfen, zu hinterfragen und euch ganz genau und gründlich alles anzugucken. Und da kommen natürlich deine Stärken viel mehr zutage. Und die Stärken der Königin der Stäbe ist jetzt hier gar nicht gefragt, ne? Oder weniger, ne? Weniger, also jedenfalls für den Moment. Und das könnte diese Person auch so ein bisschen zwischendurch launisch oder unzufrieden machen, aber nur kurzweilig, ne? Also einfach nur, weil diese Person jetzt gerade mit ihrer Tatkraft in dieser Angelegenheit gar nicht so viel bewirken kann wie sonst. Aber sie weiß eben auch deine Gelassenheit zu schätzen, ne, diese Person. Und weiß einfach, dass du hier deine Aufgaben pflichtbewusst übernimmst und das machst, ne? Eine Königin der Kelche in der Vergangenheit zeigt sich hier. Könnte hier die gleiche Person sein, besonders wenn du es mit Skorpion oder Löwe zu tun hast? Dann hast du diese Person auch, kennst du diese Person schon länger und hast diese Person eigentlich in der Regel eher von ihrer weichen Seite oder im empathischen, sensibleren, feinfühligeren Weise erlebt. Und jetzt ist sie, ja, jetzt kommen mehr so diese Feuer. Seiten in dieser Person hoch, aber es kann natürlich auch zwei ganz unterschiedliche Personen sein, die hier dargestellt sind. Diese Person kann auch ein anderes Sternzeichen haben, ne? Skorpion, Löwe war jetzt nur der erste Hinweis. Hier zeigt sich auf jeden Fall Wasserenergie, Fische, Skorpion oder Krebs. Und diese Person hast du in der Vergangenheit kennengelernt, war in der Vergangenheit wichtig für dich? Oder eben du hast dich als diese Person wiedergefunden. Diese Person, du als diese Person oder diese Person selbst, war irgendwie einem gewissen Störfeld, einer gewissen chaotischen Energie ausgesetzt. Hat vielleicht auch selber für Chaos gesorgt oder Disinformation, falsche Information, vielleicht auch Gerüchte gestreut, vielleicht auch Lügen verbreitet, aber das kann man sehr schwer jetzt so ablesen. Vielleicht, es hat auf jeden Fall, ob diese Person das gewollt hat oder nicht, zu einer gewissen Konfusion geführt. Und vielleicht war das gar nicht die Schuld dieser Person. Es kann auch sein, dass um dieser Person einfach sehr viel Chaos, sehr viel Stress war. Vielleicht war diese Person wirklich sehr stark belastet, ein wenig überbelastet.
Ja, oder eben du als diese Person, lieber Stier. Das hier sehe ich auf jeden Fall sehr viel laute Stimmen um diese Person herum, ne, die alle durcheinander sprechen. Ja, eine Prinzessin der Schwerter zeigt sich hier. Das kann natürlich die Ursache sein. Das kann eine Prinzessin der Schwerter gut, ne, hier einfach für kommunikatives Chaos sorgen. Meistens tut das die Prinzessin der Schwerter, weil sie auf gewisse Probleme ansprechen möchte. Gesellschaftliche Probleme oder Probleme in einer Partnerschaft. Sie möchte Tabus aufdecken und die Sache intellektuell beleuchten, die Sachen ansprechen, um Klärung herbeizuführen. Aber das kann natürlich mitunter auch zu einem gewissen Chaos führen, ne? Die Prinzessin der Schwerter ist auf jeden Fall auch so eine Art Rebellin, eine Anarchistin, jemand, der einfach auch Chaos verbreitet, ob jetzt nun gewollt oder nicht. Also entweder, ja, ist das eben auch eine Facette dieser Königin der Kelche, da wären wir hier besonders bei Waage, oder Fische. Aber natürlich auch hier, diese Person kann jedes Sternzeichen haben. Ne? Vielleicht sind das auch zwei unterschiedliche Personen. Hier haben wir Luftenergie, Wassermann, Waage oder Zwilling. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Königin der Kelche, diese Person kann auch Mann sein, genauso wie die Prinzessin, dass diese Person vielleicht Kinder hat. Ne? Dann könnte das hier ein Sohn oder eine Tochter sein, die auch vielleicht irgendwie für Probleme gesorgt hat oder selbst Probleme hat, ne? Irgendwie vielleicht in der Schule ein Problem hatte oder so. Ja, auf jeden Fall gab es hier eine aufwirbelnde Situation mit mehreren Menschen. Aber das gehört so ein bisschen der Vergangenheit an. Aber das hat jetzt bei dir ausgelöst, dass du dich einigen wichtigen Fragen in deinem Leben stellen willst auch. Ne? Es hat hier irgendwie etwas bei dir ausgelöst, diese Situation. Ja, und tatsächlich ist das sehr, sehr wichtig, was hier gerade passiert. Es führt dich letztendlich auf die richtigen Gedanken, wodurch du dein Leben in eine richtige Spur führen kannst, ne? Den Weg deiner Bestimmung, wodurch du einfach deinen wahren Weg findest. Du bist hier auf dem besten Weg, weil du hast hier ja auch diese Hohepriester-Energien. Du findest gerade zu dir selbst, zu deinen persönlichen Antworten auf gewisse Fragen. Und vielleicht hast du diesbezüglich in der Vergangenheit dich auf Konventionen verlassen, die eigentlich gar nicht zu dir passen. Und das fällt dir vielleicht jetzt auch auf. Nimm dir genug Zeit. Diese Fragen, denen du nachgehst, sind sehr wichtig für dich. Und du weißt, dir ist das aber auch irgendwie klar. Du spürst das deutlich, dass du hier irgendwie deiner Bestimmung folgst. Das spürst du. Und dieser Konflikt mag klein gewesen sein. Es mag eine kleine Sache gewesen sein. Aber hier hat sich das Schicksal gezeigt. Es hat zu einem Wendepunkt bei dir geführt, zu einem Umdenken. Und du bist jetzt gerade dabei, in dieser Woche das zu begreifen. Ja, und hier zeigt sich der Ritter der Scheiben in deinem Unterbewusstsein. Und diese Karte kann sehr gut auf dich verweisen, weil hier haben wir Erdenergie. Der Ritter der Scheiben ist ein Mensch, der mitten im Leben steht, der sein Schicksal in die Hand nimmt, der sehr pflichtbewusst ist und sehr stabil, emotional stabil, manchmal auch wohlhabend, eine fleißige Person, eine fokussierte, zielgerichtete Person. Und du bist im Begriff, wahrscheinlich zu dieser Person zu werden und diese Energien ja zeigen zu können, dich eben auch authentisch zu zeigen, dich auf authentische Art selbst verwirklichen und dich auf diese Weise ja selbstbewusst zu positionieren, um dann bei dir selber anzukommen. Natürlich könnte es aber auch sein, dass du hier so eine Person an deiner Seite hast. Der Ritter der Scheiben steht auch manchmal für einen stabilen Beziehungspartner, der einfach immer an seiner Seite ist. Eine Partnerin kann es auch sein, natürlich.
dann ist es so, dass diese Person aktuell vielleicht in dieser Woche gar nicht so eine große Rolle in deinem Leben spielt, aber eben, ja, so nah ist dir, dass, ja, dass ihr trotzdem, egal, auch wenn ihr euch gerade nicht seht, miteinander verbunden seid. Das kann natürlich auch für eine andere Person stehen, die womöglich ein Erdzeichen ist. Steinbock, eben ein anderer Stier oder Jungfrau. Wir gucken uns diese Person an. Und natürlich kann diese Person aber auch eine ganz andere Person sein. Natürlich können auch alle Personen hier für die gleiche Person stehen, aber und auch alle diese Karten könnten für dich stehen, aber das ist so oder so. Hofkarten stehen auf jeden Fall oft einfach dafür, dass du auch dich viel mit Menschen in deiner Umgebung auseinandersetzt. Ob jetzt diese Karte Energie auf dich verweist oder dein Gegenüber. Du musst dich hier definitiv positionieren. Du wirst dich also irgendwie und dann auf diese eine Art auch selbst verwirklichen. Also diese Fragen, die du hast, die wirst du auf jeden Fall auch nicht mit dir alleine klären. Dieser Mensch fühlt sich sehr erfüllt, vielleicht sogar verliebt, vollkommen glücklich. Du wirst hier Glück finden als dieser Mensch. Du wirst dich darüber freuen, zu diesen Menschen zu werden. Ich halte es am wahrscheinlichsten, dass diese Karte auf dich verweist. Der Ritter kann auch auf eine weibliche Person verweisen. Aber wenn das hier ein Beziehungspartner sein könnte, sehe ich hier auf jeden Fall auch, dass die Emotionen geradezu sprudeln werden zwischen euch. Und ja, einfach doch sehr viel Liebe besteht, sehr viel Optimismus und Zuversicht. Und Wachstum, persönliches Wachstum, Fortschritt, dass es hier auch zu einer Art Neubeginn kommt, ne? Dadurch, dass du dich diesen Fragen stellst, durch diesen Wendepunkt, durch diesen Richtungswandel, der auch nur eine Facette sein kann, nur ein paar Grad, ne? Sagen wir mal so. Aber dadurch wird dein Leben und du als Persönlichkeit auch aufblühen, definitiv. Und einfach auch mehr Raum einnehmen und dadurch auch eine andere Gestalt bekommen. Ne, es kann halt auch sein, dass du mehr Sport treiben wirst oder mehr rausgehen wirst und dass dein Teint brauner wird, dass du lebendiger wirkst, dass du dich mehr bewegst oder gesünder ernährst, positive Routinen aufbaust. Und das mit einer gewissen Leichtigkeit, ohne dass du dich zwingen musst, sondern du machst das dann einfach, ne? Weil du es, also egal was du dann änderst in deinem Leben, du machst es aus einer gewissen Überzeugung heraus. Und wenn du hier zu dieser Überzeugung gekommen bist, wenn du jetzt einsiehst nach langem gründlichen Nachdenken, das ist richtig, gibt es dann einfach keinen anderen Weg für dich, ne? Dann wirst du dieser Überzeugung einfach folgen und das machen, was du für richtig hältst. Und dadurch wirst du aufblühen, das wird gut werden. Ja, hier haben wir einen Prinz der Schwerter, was natürlich gut hier mit der Prinzessin der Schwerter in Verbindung stehen kann. Ich sehe hier doch eine eher andere Person als diese Person, aber natürlich, es kann auch hier alles die gleiche Person sein, aber auch eine völlig neue ist hier möglich. Hier haben wir einen Prinz der Schwerter. Der Prinz der Schwerter ist Luftenergie, ähnlich wie die Prinzessin der Schwerter, Wassermann, Waage oder Zwilling. Kann aber natürlich auch ein anderes Sternzeichen haben, diese Person. Der Prinz der Schwerter ist eine sehr junge Person, manchmal eben auch stehend für einen Sohn, eine Tochter, ein Kind, aber vielleicht eben auch für einen Erwachsenen, der seinen inneren Kind folgt, sein inneres Kind zeigt, womöglich etwas unreif dann sein kann. Der Prinz der Schwerter ist eine sehr spontane Person, eine Person, die gerne etwas Neues ausprobiert, die experimentiert. Und sich über die Konsequenzen nicht viele Gedanken macht, einfach so in den Tag hineinlebt, sehr flexibel, sehr spontan, sehr viele Ideen hat, die auch so durcheinander fliegen. Und eine Person, die einfach keine Furcht hat, diesen spontanen Impulsen nachzugehen, dadurch aber leider auch ein bisschen leichtsinnig sein kann und eben auch verantwortungslos, ne? Entweder wirst du im Laufe der Woche zu so einer Person, dadurch, dass du hier irgendwas Neues machst. Es kommt hier sehr darauf an, zu was für Überzeugungen du kommst, ne? Und was für Ziele du anstrebst. Aber vielleicht wirst du auch auf so einer Person begegnen.
Und manchmal kann das auch wechselwirkend sein. Ja, und der Prinz der Schwerter denkt an die Königin der Kelche. Das ist dann ja offensichtlich, dass diese Situation verknüpft ist. Also, du wirst dich, also das, was hier in der Vergangenheit war, du wirst dich in dieser Woche wieder damit auseinandersetzen. Und hat sich in der Zeit etwas geändert? Also die Personengruppen sind die gleichen, ne? Wir haben hier einen Prinz, eine Prinzessin der Schwerter und eben diese Königin. Also das ist ja jetzt mal wirklich offensichtlich. Ja, das sind 5 Karten, das sind leider zu viele. Schade, schade. Aber eine von diesen Karten ist es, ne? Aber scheint mir dann, wenn hier 5 Karten rausgekommen sind, ein gutes Zeichen dafür zu sein, dass die Situation sich gewandelt hat, ne? Und vielleicht doch einige Störfaktoren von diesem chaotischen Feld tatsächlich überwunden wurden, ne? Und nicht mehr bestehen. Das wäre ja gut. Das ist eindeutig die Karte. Wow, neue Perspektive, neue Möglichkeiten, neue Festigkeiten. Das ist schön. Das ist schon, es hat sich tatsächlich sehr verändert, die Situation. Und du hast einen oder wirst einen großen Teil dazu beitragen, hier für Stabilität und Ruhe zu sorgen. Und das schafft euch allen. Ich sehe hier definitiv eine andere Situation, ne? Also mindestens eine andere Person. Das schafft dieser Person tatsächlich neue Perspektiven und vielleicht euch auch zusammen, ne? Dass es hier neue Möglichkeiten gibt, Stabilität und Festigkeit zu erreichen, zu einer stabilen Beziehung zu kommen oder neue berufliche Perspektiven zu finden. Vielleicht ist es auch eine berufliche Situation, ne? Vielleicht wirst du jetzt dadurch, dass diese Störfelder eliminiert sind, eben auch neue berufliche Chancen bekommen, neue Perspektiven sehen für deine Zukunft, auch mehr Geld oder einfach mehr Stabilität, auch mehr emotionale Stabilität zu finden. Also hier zeigt sich eine positive Entwicklung, der du vertrauen kannst. Das finde ich ja hier sehr angenehm. Und schon wieder eine Personenkarte, und zwar ein Ritter der Stäbe. Beide Karten können für dich stehen, denn lieber Stier, von allen Erdzeichen hast du am meisten Feuer. Und vielleicht wirst du hier tatkräftiger im Laufe der Woche. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Entschlossener, tatkräftiger, weil du kommst ja zu gewissen Überzeugungen und handelst danach diesen auch. Aber natürlich, das könnte sich hier auch auf die Königin der Stäbe konzentrieren, dass diese Person vielleicht wie soll ich sagen, ein wenig weniger selbstzufrieden wird und vielleicht doch einsieht, dass man ein wenig etwas was ändern muss. Löwe, Skorpion, besonders dann könnte das sehr gut sein. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, bei dieser Person, wenn du es mit einer Königin zu tun hast, wird ein Verjüngungsprozess stattfinden. Ne? Man rudert noch ein paar Schritte zurück und versucht etwas neu zu machen. Denn die Königin, die ist so angekommen im Leben. Ne? Die ist so, die hat schon alles erlebt. Aber jetzt, wenn hier sich ein Verjüngungsprozess andeutet, dann muss diese Person einfach einsehen, okay, ich habe noch nicht alles erlebt, ich muss doch noch etwas machen, um wieder zur Königin zu werden. Ne? Man muss hier einen Schritt zurückgehen und seinen Weg ein bisschen anders vollziehen. Ja, dieser König der Ritter der Stäbe, ich glaube doch, diese beiden Ritter sind doch miteinander mehr verknüpft. Und ich glaube, beides richtet sich auf dich. Ich glaube, du wirst sehr zufrieden mit deinen Überlegungen sein und auch irgendwie glücklich darüber, dass du Antworten findest. Und dass du auf diese Art und Weise die Liebe, die Gefühle, also die Liebe zelebrieren kannst, die Gefühle besser zeigen kannst und auch
ja einfach auch so ein bisschen ein Gefühl entschwelgst. Ne? Hier bei den Ritter hatten wir ja schon die 3 Kelche und jetzt kommen hier die 6 Kelche. Also, dass du wirklich auch das so ein wenig genießt. Aber du wirst auch, ja. Hier waren ja auch schon Blockaden bei dieser Person. Tatkraft ist da, aber irgendwie gleichzeitig kein Antrieb. Die Emotionen sind eigentlich positiv bei dir, aber irgendwie geht dir dann auch immer schnell die Energie aus. Obwohl du eigentlich viel Tatkraft hast. Ja. Es ist halt dann doch irgendwie doch noch eine Phase, in der du, ja, in der die auf sich warten lässt ein wenig. Wir schauen mal weiter, vielleicht bekommen wir hier Antworten. Es müssen hier noch wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wow, okay. Okay, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. In Bezug deiner Partnerschaft oder eines Menschen in deiner Umgebung musst du hier eine schwere Entscheidung treffen. Es gab hier dieses Störfeld. Das Störfeld hat sich jetzt gemildert, aber vielleicht bist du dir nicht sicher, ob das eine dauerhafte Sache ist. Und du wirst dich in dieser Woche entscheiden müssen wahrscheinlich. Oder vielleicht irgendwie, jedenfalls um diese Zeit jetzt herum, so allmählich, ob du den Weg mit diesen Menschen weitergehen willst und darin vertraust, dass diese Störfelder eliminiert sind, oder ob du einen anderen Weg gehen willst. Hier könnte es sein, dass du sehr radikale Entscheidungen triffst, was dein soziales Leben betrifft. Ne, vielleicht gibt es ja auch hier auch eine Gruppe von Menschen, die dir einfach nicht gut tun. Und das ist vielleicht schwer, hier das einzusehen und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Für dich, lieber Stier. Also hier gibt es doch Veränderungen, die du einleiten wirst. Oder Veränderungen, die vielleicht auch auf dich zukommen, wenn du sie nicht einleitest. Ne? Also könnte sogar zu einem Streit kommen bei den ein oder anderen, dass dir ich weiß nicht, aber auch kein Wutausbruch, weil deine Gefühle für diese Gruppe von Menschen, das du bist zwar irgendwie voller Emotionen, aber irgendwie gleichsam auch wieder nicht. Irgendwie gibt es schon, also das ist, wahrscheinlich wird es dir dadurch deutlicher, weil du eigentlich das Leben lieben lernst in dieser Woche. Ne? Du bist eigentlich total optimistisch und dann gibt es aber eine Personengruppe, wo du dann deutlich merkst, okay, die Gefühle, ich habe nicht mehr die gleichen Gefühle für diese Personengruppe oder für diese Person. Und das wird dir dann so deutlich auffallen, weil der Kontrast dann da ist. Und ja, natürlich muss man dann Entscheidungen treffen. Ne? Ist das jetzt nur temporär? Ist das jetzt nur eine Phase? Oder ist das etwas, was wahrscheinlich so bleiben wird? Und oder vielleicht wirst du auch erkennen, dass du etwas wirklich an euren Leben, an euren Zusammenleben ändern kannst, damit deine Gefühle wieder mehr florieren für diese Person oder Personengruppe. Es kann natürlich auch bedeuten, dass du einfach sehr entschlossen eine gewisse Umstrukturierung umsetzt in dein Leben, ne? Dass ihr vielleicht auseinanderzieht oder sogar zusammenzieht oder dass irgendwie ihr euch gemeinsam für neue Routinen entscheidet, die aber auch wirklich radikal, etwas Radikales haben. Also, ja. Ja, du bist schon eher, was diese Angelegenheit angeht, schon eher pessimistisch und hast einfach ein bisschen Sorge, dass dich also eine Änderung nicht unbedingt glücklich machen kann oder dass eine Trennung dich nicht glücklich machen wird oder dass auch ein Zusammen... Also, du siehst so ein bisschen, du hast so ein bisschen Angst, dass du, egal was du jetzt tust, diese Entscheidung bereuen könntest, ne? Das ist aber nur eine Sorge bei dir. Das heißt nicht, dass das passieren wird. Im Gegenteil, also es zeigt einfach auch, dass du die Angelegenheit sehr ernst nimmst und du möchtest das jetzt auch einfach irgendwie schon auch richtig tun. Wenn du hier nach deinen Überzeugungen handelst, lieber Stier,
dann kannst du einfach nichts verkehrt machen. Wenn du ehrlich zu dir selber bist und auf dein Herz hörst, ne, dann machst du von vornherein das Richtige, auch wenn es dann scheitert. Dann ist dann auch das Scheitern das Richtige. Ja, manchmal ist Scheitern etwas eine wertvolle Erfahrung im Leben. Deswegen sollte niemand vor dem Scheitern Angst haben. Ich habe mal den Spruch gehört, ich glaube, das ist von Karl Jaspers, dass das, was nach dem Scheitern übrig bleibt, immer das ist, was den eigentlichen Wert hat. Ne? Die Dinge, die wirklich Wert haben, die bleiben bestehen, egal was kommt. Also den zweiten Satz hat er jetzt nicht so gesagt. Ja, aber ich hoffe, der Gedanke ist rübergekommen. Und jetzt zeigt sich hier, dass es nur eine Besorgnis von dir ist. Ne? Also hier kündigt sich kein Scheitern an. Es ist nur, dass du dich dessen besorgst. Ja, wow. Aber es ist eine große Veränderung, wird sich im Laufe der Woche einstellen. Ne? Und es heißt schon, von einem Aspekt gegenüber oder einer Person gegenüber oder einer Facette einer Beziehung. Es heißt hier schon Abschied nehmen von etwas in deinem Leben, lieber Stier. Und ja, Erdzeichen tun sich, glaube ich, schwieriger als andere mit dieser Energie loszulassen und sich dem Neuen zu widmen, dem Neuen zu vertrauen. Aber ich sag dir, das wird deiner Persönlichkeit sehr gut tun. Ich sehe hier positive Veränderungen auf dich zukommen. Ne? Es wird gut für dich, aber irgendwas wirst du zurücklassen, irgendwas, was nicht mehr das Potenzial hat, weiter zu bestehen, aufzuleben. Etwas, was schon lange nicht mehr so lebendig ist, wie es mal war. Hier zeigt sich auch im Besonderen Skorpionenergie. Vielleicht hast du es wirklich auch mit einem Skorpion zu tun. Dann kann das auch irgendwie diese Begegnung mit diesen Menschen sein. Ne? Das könnte auch sein. Aber auch dann sehe ich irgendwie durch diese Verbindung mit diesen Menschen ja etwas Lebensveränderndes bei dir, lieber Stier. Also es ist schon spannend, diese Legung. Es hat schon etwas Dramatisches. Und abschließend möchte ich hier mir nochmal die Mondenergie ansehen. Das Ziel ist fast erreicht. Ah, das hat schon alles einen höheren Sinn, lieber Stier. Das Ziel, es gibt hier ein Ziel, einen Plan. Ja, und dafür musst du etwas loslassen, ne? Ziel ist fast erreicht. Aber was kann ich dir noch zu dieser Karte sagen? Ich finde das irgendwie sehr, sehr spannend hier. Vielleicht weißt du auch schon genau, worum es geht. Vielleicht weißt du das auch bereits. Viel besser jetzt als ich. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist eine Affirmation, die du dir in dieser Woche sehr gerne sagen kannst. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, ich glaube auch, dass du das weißt, tatsächlich. Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um deine Pläne noch einmal zu überdenken. Ja, das ist hier das Überdenken. Bleib fokussiert, erhalte auf dem Weg zu deinem Ziel deinen Schwung aufrecht. Du musst zurückfinden zu gesundheitsförderlichen Gewohnheiten. Ja, das fand ich auch irgendwie. Das ist mir auch hier ein bisschen durch den Kopf gegangen. Ja, lieber Stier, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, eine wichtige Woche, dass du gut zu dir selbst kommst, dass du bei deinen Zielen, Plänen bleibst, deinen Überzeugungen folgst, deinen Weg des Herzens findest. Alles Liebe und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.